die Schwarzwaldtour direkt mal gucken. Ach ja, ich erinnere mich so ganz dunkel. Na komm, mein Freund, lass mich hier hoch. Ich möchte bitte. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ha. Ein Geheimnis entdeckt. Ich bin glücklich. Komm. Ja, oder auch nicht. Genau, Donkey, ärgere dich. Du schlipstragender Gorilla. Du Elvis-Löckchen, du. Das macht gar nichts. Ich habe immerhin das Geheimnis entdeckt und nur darauf kommt es doch an. Ihr Blechdosen, ihr. Hau ab. Schade, nicht getroffen. Boah. Wie jetzt? Ich möchte. Genau. Mit der Elvis-Locke eingesammelt. Ist das nicht cool? Wa, wie wo? Bitte. Hier war ein Geheimnis, ja, und ich komme da nicht mehr ran, weil ich keine. Weil diese olle Biene oder diese Stechmückenscheiß da sich in den Weg gedrängelt hat. Wie gemein. Schiebung, hallo. Wie weit er runterfliegt. Ist das gemein oder was? Ich finde das so mies. Ehrlich. Ich möchte das hier aber gerne nochmal versuchen, wenn ich darf. Vielen Dank für die zweite Chance, einen Kong hier zu zaubern. Ja, und was gibt's im Leben? Ja! Kleiner Schäkerbolzen, wir freuen uns. Also ich freue mich mit dir. Schlup! Laufen in die Tonne, so muss das sein. Na, dann sammel doch bitte schon mit deinem fetten Finger mal diesen schicken Goldbuchstaben ein, Diddy. Das kann doch nicht so schwer sein. Elvis Locker hat es doch vorhin auch geschafft. Diddy, Diddy-Leinchen, Konkchen, Poschi. Ja, genau. Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Oh, schon wieder. Ich bin irgendwie zu dicht an diesen Stechmücken, was auch immer, wie hier dran. Das finde ich voll asozial. Ehrlich. Oh Gott, war das knapp oder was? War das knapp oder war es knapp? Sind wir ehrlich? Da wollte er wieder nicht loslassen. Ja, kratz dir ruhig den Kopf. Du solltest dir wirklich drüber Gedanken machen, was du für einen Mist hier fabrizierst, Onkel. Ich habe jetzt keine Lust, hier nochmal hochzuhüpfen, Onkel. Blechdosen. Geh weg. So. Elvis-Löckchen? Ah, es ist wirklich hilfreich, dieses Elvis-Löckchen. Also hier ist nichts. Es muss hier unten sein. Hier links. Aber, naja, vielleicht sterbe ich ja gleich noch mal. Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr hoch, dass ich hier gleich wieder sterbe. Ja, das war keine Absicht, nein, aber irgendwie wollen die da nicht loslassen, wenn ich da springen möchte. Na kommt, Kinder. Kommt her. Gott, jetzt wäre ich dem fast vor die Füße gelaufen. Aber so bin ich halt. Sehr schön mit deinem Fingerchen. Naja, egal, so wichtig ist es jetzt auch nicht. Okay. Ist hier nichts mehr? Irgendeiner? Nee, NDK-Fass, aber sonst nichts. Bananenstaude, ist da sonst noch was? Nö, schade. Oh. Na toll.
von diesem Scheißteil durch den Schwung, ja, bin ich direkt runtergerutscht. Finde ich so assi. Blödviecher. Ehrlich. Ich mag euch nicht. Sowas von gar nicht. Das ist ein vernichtendes Urteil, ich weiß. Du springst gerne, Poser. Kleiner Poser und zack. Könntest du mal bitte rechtzeitig abspringen? Genau. So in etwa. Und? Tade. Dedem, was? Oh, das war ja mal direkt falsch. Ja, komm, Rumpelstilzchen, Äffchen, ahoi, ja, cool. Finde ich ja irgendwie mal knuffig, wie er sich denn aufregt. Auch wenn seine Aufregung ja nun nicht wirklich was bringt, aber irgendwie leide ich immer mit ihm. Ich finde das immer süß. Echt süß. So, du alles Blödvieh. Komm her. So. Okay, Das war jetzt auch sehr nett. Speichertönchen. Oh, ist das geil. Ich freue mich echt. Das kann sich kein Mensch vorstellen, wie toll ich das gerade finde. Dass das ein Speichertonnyleinchen war. Toll. Ja. Nee, das war zu kurz. Ah, nee, das war nicht okay genug. Da ist ein Geheimnis. Aber ob ich da rankomme, werden wir sehen. So wie ich es eben angestellt habe, jedenfalls nicht. So auch nicht. Da habe ich mich so erschrocken, dass ich total unfähig war, auf dieses Vieh zu reagieren. Ein Leben verloren, wir nehmen uns wieder eins. Wo wir wieder bei der These wären, es ist ein Geben und Nehmen, dieses Spiel. So, jetzt aber. Hier ist das. Oh. Hoho. Und ein Fischi in Gold-Variante. Sehr schön. Wer weiß, wie viele Karat er hat. Komm. Ja, das Geheimnis. Und? Ein goldener Strauß. Ja, ich weiß jetzt hier gerade nicht, war das jetzt der richtige Weg oder nicht? Ich glaube schon, dass es der richtige Weg war, aber möglicherweise ein bisschen doof angestellt. Man muss nämlich wesentlich höher springen dafür. So. Geh weg. Hau ab, hau auch ab. Die quietschen auch mal so lustig, das ist... Ich möchte es jetzt mal so. Ja. Das war schon wieder so tief, dass ich da nichts mehr machen konnte. Habe ich gerade noch rechtzeitig gesehen. Mach die Klappe zu, ich sag's dir, du. Geh weg, so. Das Timing ist hier wirklich sehr schwer zu treffen, weil die auch nicht so loslassen, wie sie sollen. Wieder. These bestätigt. Ein Geben und Nehmen dieses Spiel.
So. Und wir versuchen es wieder. Perfekte Landung. Wirklich eine Punktlandung, so gesehen. So. Und mit Schwung Fischi aus dem Boden geholt. So, ja. Da möchte ich gar nicht hoch. Ich möchte gar nicht wissen, wie das da aussieht. Weg da, weg da. Da war das Timing wieder perfekt abgepasst, wie man sieht.